Food Cuisine on Tour. Grüß Gott. Was machen die hier? Mir brennt die Fresse weg, Mann. Food Cuisine on Tour. Mit dem Zipfi Zapfi Zapolino. Grüß Gott. Eigentlich war geplant Taco Shop, aber Taco Shop ist zu. Wir versuchen es auf jeden Fall noch auf die Kette zu bekommen. Jetzt Plan B. Zappo, Plan B? Plan B würde ich vorschlagen, wir gehen, suchen mal Goldis auf und ziehen uns mal kurz über Pommes. Na klar. Ey, ist das eigentlich komplett Paulinke? Ja. Deswegen alle sagen ja, Maybach-Ufer ist so geil, Paulinke-Ufer ist geiler, weil es auf Sonnenseite. Ich habe mich irgendwie schon gut auf Taco eingestellt gehabt. Ich auch. Gut, vielleicht hat er ja Pommes à la Taco. Mit bisschen Hackes drauf und so. Wo bist du? Wir laufen jetzt zum Goldis. Zappolino schreit nie, gut. Actionland, danke. Zappi als alter Touriführer, wo sind wir jetzt genau? Wie heißt die Straße hier? Skalitzer Straße, glaube ich. Vorne geht's zum Schlesi, Schlesischen Tor. Und jetzt gehen wir in die Oranienstraße. Und hier geradeaus der Kotti, genau. Hier ist auch eine richtig krasse, was gibt's hier, Currywurstbude, ne? Ja, leere Tupperdosen gibt's auch. Ja, dann würde ich hier was nehmen, Zap. Guck mal, da vorne geht Action. Was denn? Straßensperrung? Ja. Die Tasche ist auch geil, guck mal. Also warum der Zappo die Tasche geil findet, ich kann es euch gar nicht sagen. Schöner trinken, Weinhandlung, Suff. Suff ist heilig, Suff ist profan, Suff ist Kiez. Hier ist eigentlich auch ganz coole Gegend so. Einfach aus dem Haus rausfallen und direkt in die Fressbude. Nein. Ah, guck mal, da haben wir mal drüber gelabert gehabt, im Laden, glaube ich. Angry Chicken, diese Chicken. Chicken, wie sagt man? Wings? Ja. SO36, kennst du? Leute, wer kennt das SO36? Schreibt es mal in die Kommentare. Zappo kennst du nicht. Okay, Zappolino, Zapinski war im Laden, hat sich jetzt was zu trinken. Und ey, aber wie krass ist das? Wir wollten nur, oh, Gösser, represent. Ja, ich habe mal gedacht, ein Bier. Dann habe ich gedacht, ein Wasser. Und naja, kommt immer die Mischung aus beiden. Also Zappo, man merkt schon, wir wollten kurz Tacos essen hier in Kreuzberg. Und jetzt hat man wie viele andere Varianten? Nicht so einfach, ne? Hallo? Oh, Was machen die hier? Vom Feisten, Twitch-Account. Ja, Mann, unregelmäßig, aber manchmal. Diesen Samstag. Zappo mit Pommes. Die sahen halt geil aus auf den Bildern. Ey, Zappo, mach mal Shoutout für Vom Feisten Twitch-Account in der Videobeschreibung. Vom Feisten. Kleine Portion Chicken und eine Portion Pommes. Wie viel Prozent Wasser haben denn Pilze? 94 habe ich gelesen. Alter, den Flo, Mann. Gefühlt haben wir uns gestern auf Kopangan gesehen. Ja, ne? Also, jetzt ist der Plan. Sexy Chicken. Friendly Chicken. Keine Soße. Angry Chicken. Zimt-Süß-Soße. Sexy Chicken. Soja-Knoblauch. Soße, Angry Chicken. Scharf, Zimt-Süß-Soße. Dankeschön. Ey, das klingt schon überkrass. Ey, erst habe ich gedacht, so, oh, mit, aber Zimt-Süß-Soße? Klingt schon nice, Mann. Naja, hier, für 10 Euro. Hast du 6 oder 9 Stück? 9. Aber was, du hast die richtig scharfen, ne? Die richtig super scharfen, ja. Okay, da bin ich gespannt. Sieht auch nicht so schlecht aus. Die sind geil, Mann, oder? Ja, ich glaub, die sind geil. So viel Panade, das muss gut sein. Einen guten. Zimt-Süß-Soße. Hier ist auch Straßensperrung. Also man sieht schon, die Straßen, die sind anders belebt. Nee. Angry Korean Chicken. Sonne kommt raus. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Ich bin auch gespannt. Ich sag dir es auch, wie es ist. Also, sehr schlonzig halt, ne? Schlotzig? Schlonzig, so. Panade, Frittierfett. Food Cuisine Angry Chicken. Ist ganz geil. Aber bei mir kommt kein Zimt so krass raus bei euch. Ich habe kein Zimt. Ich habe Aioli Soja. War nicht scharf? Alter. Dana, der merkt echt nichts mehr, Mann. Warum? Mir brennt die Fresse weg, Mann. Ich hab gar keinen Geschmack mehr, Mann. Aber Bites geiler als noch. Betäubt gerade alles. Ach, hör auf. Ich würde mal gerne da zu deinem Burgerladen, wo du früher mal gearbeitet hast. Sun Kitchen. Ja. Das mache ich nicht. Das mache ich auch noch. Hast du da mal? Mhm. Früher auch. Weil der Laden ja um hast die Ecke war. Ey, lass mal ein paar Hood Cuisine on Tour mit Flo vom Weißen. Bin ich dabei. In deiner Hut oder sonst wo?
Oder halt auch nicht deine Hut, sondern wir machen halt Dinge so wie heute. Gar keine Ahnung, was wir machen. Ja. Ja, einfach treffen. Guck mal, heute wollten wir Taco machen. Ja, so ist auch cool. Einfach mal loslaufen und gucken, was kommt. Den haben wir ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Aber die Hände sind halt ein bisschen schau danach, ne? Da ist so ein Zitronenblatt drin. Du hast ein Zitronenblatt. Zabo? Ja? Dein Resümee? Also ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt nichts Weltbewegendes so. Also ich meine, hätte ich jetzt glaube ich auch irgendwo anders bestimmt auch so kriegen können. Also es ist ein bisschen scharf, aber nicht so super spicy, dass sie davor warnen. Und Preis-Leistung für 9 Chicken-Dinger, 10 Euro. Das ist ein bisschen hart. Ein bisschen hart. Bei dir war es scharf, Lo, hä? Ja, doch. Ist so scharf, dass sie singen. Also Zapf, was haben wir heute gelernt? Es kommt immer anders als geplant. Also was wollten wir eigentlich machen? Eigentlich wollten wir Tacos und dann wollten wir Pommes und geendet sind wir jetzt mit Chicken Nuggets. Was geht da, Zapf? Pfeifkonzert oder was? Pfeifkonzert. Ey, hier hinten übrigens Hanfhaus, ne? Wisst Bescheid. Wo? Ich könnte gerade wirklich pennen, ne? Im Stehen. Ja, sind keine Pommes mehr, oder was? Ja, so Chili Cheese Fries. Zapf, also du meinst, wir haben noch richtig viele Dinger zu klären? Hood Cuisine on Tour? Ja, das sind halt leider in Berlin, ne? Gibt's halt nicht nur 2 Läden. Da vorne ist Goalie, da wollten wir zuerst hin. Also ne, halt mal. Ganz am Anfang wollten wir Tacos essen. Der Laden hatte dicht, dann meinte Zabo Goalie. Und dann sind wir hier lang gelaufen und hier, ihr seht halt, ein Spot nach dem anderen. Und jetzt waren wir bei Korean Fried Angry Chicken. Yeah! Wir haben noch einen Spot vorhin gefunden, Flo. Das ist aber wirklich ein Geheimspot und das wäre mir auch wirklich recht, ja, wenn, du dem, normalerweise nee, wenn du das wirklich keinem verrätst, weil das ist wirklich richtig krasser Insider, aber du darfst du wirklich keinem erzählen, den Spot. Wäre auch im Zappo sehr, sehr lieb, wenn du das keinem erzählst. Ja, nicht, dass es da überlaufen wird. Man lässt es jetzt hier an der Wasserrichtigkeiten ausklinkern. Resümee kurz. Lass uns dem Ding Hoodies geben. Ja, für mich ist das eine top Idee. Ja, ne? Kam auch spontan. Ein kleines Bewertungssystem. Wie wär's mit Geschmack und Preis-Leistung? Ja, oh, das ist echt krass, oder? Geschmack, Preis-Leistung und. Irgendwie noch eine Spezialkategorie. Geschmack würde ich tatsächlich 2 von 5 geben. Gehe ich mit konform. 2 von 5 war jetzt, also es war irgendwie so schlonzig, geht gut rein. Aber hat mich jetzt absolut nicht umgehauen. Also da habe ich schon in einer scheckigeren Buden viel geileres Hähnchen bekommen. Wobei, bei mir war die Soße auch unten im Ding. Becher, der hätte man nochmal umdrehen müssen. Oben war keine Soße. Also Geschmack ist 2 von 5. Dann waren auch die Verpackungen kacke, weil die ganze Soße schwimmt unten. Du konntest gar nicht reinstoppen. Da musst du ein breiteres Ding nehmen. Die müssen ein breiteres Ding nehmen, ja. Tabo? Sabo? Ich bin auch bei 2 von 5. Es war lecker, aber es war jetzt nichts Krasses, was einen wegboxt. Ja, Preis-Leistung. Sogar auch ein 1 oder 2 geben. Vielleicht auch eine 2. Es waren, ich habe 9 Hähnchenbites gehabt für 9 Euro, 9,50 Euro, finde ich schon ganz schön teuer. Also wenn die Qualität jetzt nicht so überragend ist, das war halt sehr panadig, sehr, sehr durchgetrieft mit Fett. Ich gebe sogar nur 1 von 5 bei Preis-Leistung. Bei mir kriegt er auch 2 von 5. Ich hatte die Chicken Wings, nicht die Bites. Ich gebe nämlich als sehr Scharfesser, als halber Thailänder, gebe ich noch eine Spezial-Hoodie für die Schärfe. Es war wirklich doch scharf. Da steht sehr, sehr scharf, Warnung. Angry Chicken, bla. Es am Anfang nicht so, aber nach 9 Stück hat mir ganz schön die Fresse gebrannt. Ja. Das ist so mein Spezialhoodie. Aber das wird jetzt das Gesamtklassement wird das nicht das gelbe Trikot. Ein Spezialhoodie. Das ist jetzt nicht 1 bis 5. Das ist so ein kleiner Extrapunkt. So ein Extrapunkt. Ein okay. Extrapunkt. Genau, genau. Quasi extra Bewertung, falls mal was sehr Ausgefallenes kommt oder so. Irgendwie so eine mexikanische Band, die da spielt. Das ist ein Spezialpunkt. Oder halt für ausgefallene Sachen halt auch, weißt du? Jetzt nicht 0815 Pommes rot-weiß, sondern... Weiß-rot. Ey, übrigens, der Flo streamt auch auf Twitch. Ja, wir packen das mal, wir packen das aber mal in die YouTube-Beschreibung. Wenn wir jetzt wirklich gerade beim Thema sind, nur eine Frage. Für wirklich viele Leute, die fragen, ob die Clubs wieder aufmachen. Du als alter geiler DJ. Outdoor Areas ja. Ich habe ein paar Open-Air-Bookings. Drin können wir noch nicht damit rechnen. Aerosole, ganz schwieriges Thema. Okay. Leider. Aber ich denke, Ende des Jahres ist eine realistische Sicht auf die Dinge. Ja, und Outdoor, wie viele Leute? Achso, kommt auf an. Also Berlin jetzt, glaube ich, bis 500. Bis 500? Brandenburg ist 1000, ja, ja. Das geht ja schon klar. Ja. Mehr Leute will ich gar nicht sehen. Nee, nee.
Also ich fand's nice, aber ich kenne halt wirklich auch, ich kenne einen Store, wo ich das auch öfters mal esse, diese Bits, wo es halt richtig krass ist, auch geschmacklich. Deswegen, ich habe einen Vergleich, wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht aus Berlin ist oder jetzt wirklich nur irgendwo Pizza, Pommes und Pasta bekommt, dann ist es vielleicht krass. Das Ding ist halt so, diese Hoodie-Rangliste, die wird ja mal prägend für den weltkulinarischen Handel sozusagen. Ich habe dich akustisch nicht verstanden, musstest du nochmal sagen. Das wird ja prägend, das wissen wir ja. Hab mir schon mal überlegt, das wird, dann gibt es in Fachzeitschriften, was weiß ich. Und ich muss sagen, dieser Shop verdient eine niedrige Bewertung, weil ich könnte für 10 Euro in Berlin, fallen mir aus dem Stegreif 30 Orte ein, wie ich 10 Euro 100 Mal besser investiere, dass ich besser satt bin, besseres Essen, leckerer. Ja, auch vielleicht zweimal am Tag essen gehen. Ja, zum Beispiel. Also, stimmt, ein Zehner ist schon eine Ansage. Wobei, der Goldie-Laden mit dem Pommes wäre auch ein Zehner gewesen. Ja, aber wäre andere Portion gewesen halt, ne? Ja. In diesem Sinne, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen. Konnichiwa, Leute. Ja, bleibt gesund, bleibt positiv. Auf bald. Alles Liebe, alles Gute. Ja, gesund bleiben. Gesund bleiben, Leute. In diesem Sinne, bis ganz bald. Stay tuned.